Einigkeit und Recht und Freiheit. Habt ihr vielleicht beim letzten EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft auch mitgesungen? Der Text ist schon fast 200 Jahre alt und er steht noch immer für einige der zentralen Werte der Bundesrepublik Deutschland. Die Einigkeit, die immer wieder in der deutschen Geschichte auf der Kippe stand, die Freiheit, über die haben wir hier in der letzten langen Folge in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft schon gesprochen, und darüber, wie Freiheitsrechte immer wieder beschnitten werden. Der Rechtsstaat spielt aber auch eine große Rolle in der Hymne. Er soll uns davor beschützen, dass unsere Freiheitsrechte beschnitten werden, und bindet den Staat an das geltende Recht. Recht und Freiheit sind also eigentlich gar nicht getrennt voneinander zu betrachten. Wie Recht Freiheit schafft, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plekat und ich freue mich, dass ihr zuhört. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wie können Gesetze davor schützen, dass Autokratien entstehen? Wie kann das Recht Menschen schützen, die infolge der Klimakrise ihre Heimat verlassen müssen? Und wie profitieren die Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom Europäischen Staatenbund und dem Euro? Mit genau diesen Fragen hat sich meine Kollegin Esther Stefan beschäftigt. Hallo Esther. Hi. Ich steige mal ziemlich direkt ein. Gesetze als Schutz vor Autokratien. Wie geht das? Also das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Darüber haben wir hier bei Detektor FM auch schon in der neuen Staffel des Grundgesetz-Podcasts gesprochen. Und zwar sind Gesetze natürlich da, um politische Willkür zu verhindern. Die Gesetze sind ja Spielregeln, nach denen wir leben, aber Gesetze haben auch Lücken und die können von autokratischen Regierungschefs ausgenutzt werden. Ich habe darüber mit Professor Dr. Svenja Behrendt gesprochen. Sie ist Juristin und arbeitet am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Und ich habe sie gefragt, welche Rolle unsere Grundrechte spielen, um autokratischen Tendenzen in Demokratien entgegenzuwirken. Zunächst einmal sind Grundrechte in Autokratien halt besonders gefährdet, sind besonders anfällig dafür, dass sie verletzt werden, weil die Strukturen eben so ausgerichtet sind, dass nicht nur die Grundrechte verletzt werden, sondern dass auch diese Grundrechtsverletzungen gar nicht mehr korrigiert werden können. Also man kann sich dagegen nicht wehren, man kann diesen systemischen Effekten in den Gesellschaften nicht aktivieren, die eigentlich dazu führen, dass selbst wenn Grundrechtsverletzungen auftreten, dass dann so ein Bewältigungsmechanismus, der eigentlich in gesunden Demokratien stattfindet und stattfinden muss, der findet in Autokratien halt tendenziell nicht statt oder nur in sehr begrenzter Form, eben nur in der Form, wie ihn die Autokratien dann halt erlauben. Und diese Verzerrungen für Grundrechte, für Menschenrechte, die da in Autokratien stattfinden, die sind natürlich ein Problem, weil man aus grund- und menschenrechtlicher Sicht ja nicht nur eigentlich verhindern möchte, dass es zu Grund- und Menschenrechtsverletzungen kommt. Das lässt sich aber in der Regel gar nicht verhindern. Also wir haben auch in gesunden Demokratien kommt es natürlich auch zu Grundrechtsverletzungen und zu Menschenrechtsverletzungen. Aber sie sind halt nicht so strukturell verankert in der Gesellschaft und nicht so ein, also nicht ein vergleichbares strukturelle Gefährdung von substanziellen Interessen, die halt menschenrechtlich geschützt werden, wie das in Autokratien der Fall ist. Kannst du das mal an einem Beispiel erklären? Was genau ist damit gemeint? Ja klar, also wir haben ja zum Beispiel das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Das erlaubt es erstmal allen Deutschen, sich ohne Anmeldung friedlich zu versammeln. Allerdings in Absatz 2 mit der Ergänzung, dass dieses Recht eingeschränkt werden kann, wenn es dafür einen guten Grund gibt. Da fällt mir jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie ein in der Hinsicht. Genau, also mitten in der Pandemie sind ja die Querdenken-Demos aufgekommen. Und die Menschen, die sich daran beteiligt haben, haben sich auf die Versammlungsfreiheit berufen. Manche Behörden haben dann gesagt, hey, wir haben hier gerade eine Pandemie und wir tun wirklich eine ganze Menge, damit sich das nicht verschlimmert. Und deswegen sind wir der Meinung, dass diese Versammlung wegen der Ansteckungsgefahr nicht stattfinden kann und sollte. Und was eben eine Demokratie jetzt am Ende von einer Autokratie unterscheidet, ist gar nicht unbedingt der Fakt, dass eine Demo verboten wird oder nicht verboten wird, sondern dass man klagen kann und das Recht hat zu sagen, ich finde das nicht okay, dass meine Querdenken-Demo abgeblasen wird und will das jetzt bitte juristisch prüfen lassen. Gleichzeitig können die Grundrechte auch dafür sorgen, dass autokratischen Tendenzen in Demokratien schon ganz früh vorgebeugt werden kann.
Und da hatte Frau Behrendt auch ein gutes Beispiel. In der Bekämpfung von Tendenzen, die autokratische Züge tragen oder die dazu führen können, dass sich Autokratien etablieren, können Grundrechte aber auch einen wirklich sinnvollen Beitrag leisten, soweit man halt von denen dann halt auch Gebrauch macht. Also beispielsweise Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Wir haben das jetzt in Deutschland ja auch viel gesehen, dass in Reaktion auf diese Pläne, die bekannt wurden seitens der AfD, diese Immigrationspläne, dass es da zu diversen Versammlungen gekommen ist, die gerade für Demokratie aufgestanden sind, die gerade für Demokratie eingetreten sind. Das kann ein Zeichen setzen, das in die Gesellschaft dann wirkt, dass man sowas halt wirklich nicht duldet und setzt dann Signale, die dagegen wirken, die so ein Wir-Gefühl, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, um den es im Grunde ja bei Demokratien geht, dass man trotz der Vielfalt, trotz unterschiedlicher Ansichten und trotz gegenläufiger Positionen im Grunde weiß, dass man teilweise seine eigenen Interessen und seine eigenen Positionen zurückstellen muss, beziehungsweise akzeptieren muss, dass halt andere Ansichten haben, weil man ein gemeinsames Projekt verfolgt und weil dieses gemeinsame Projekt, diese solidarische Basis eben das erfordert, dass man das halt hinnimmt und dass man teilweise auch hinnimmt, dass man in bestimmten Bereichen dann halt nicht einer Meinung ist. Und diese Solidarität auch mit Menschen, deren Meinung man vielleicht nicht in jedem Punkt teilt, kann dann wieder etwas sehr Erbauliches auch sein. Das ist auch ein Punkt, der mir bei den Demos gegen Rechtsextremismus und für Demokratie aufgefallen ist, dass sich da wirklich ja Menschen aus allen möglichen Bereichen zusammengefunden haben. Also aus Gewerkschaften, konservative Parteien, Antifa, Privatleute natürlich auch ganz viele und vor allem Menschen aus ja ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Und alle waren ja da sich zumindest in einer Sache einig, es reicht. Wir dulden keinen Rechtsextremismus. Genau. Und laut Svenja Behrendt ist das der Punkt, der auch sicherstellt, dass Grundrechte nicht durch AutokratInnen missbraucht werden können. Also, dass sich Menschen für eine Sache zusammentun können, obwohl sie in ganz anderen Bereichen jetzt nicht unbedingt einer Meinung sind. Genau. Also Demokratien zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie immer auch die Mittel ihrer Abschaffung beinhalten. Das klingt immer so ein bisschen kompliziert, aber es muss ja in einer Demokratie auch möglich sein, die Demokratie zu kritisieren oder auch zu einem gewissen Grad vielleicht auch abzulehnen, ohne dass man dafür am Ende bestraft wird. Es nutzt einem nichts, wenn ein Akteur unter Freiheit und Demokratie eben nur das versteht, was man in einer Autokratie darunter verstehen würde. Dann hat das nichts mehr mit diesem System mit freiheitlicher Demokratie zu tun, sondern dann verkehrt sich das eben in sein Gegenteil. Und deswegen hängt es stark von diesen einzelnen Akteuren ab, ob dieses System dann funktioniert. Wenn ein einzelner Akteur dann ausschert und in dieser Weise entscheidet, was halt der Demokratie und Grund- und Menschenrechten abträglich ist, dann kann das, wenn man so ein gelebtes System von Checks and Balances hat, dann wird das normalerweise ja zu einem nächsten Akteur geführt, diese Entscheidung, von demjenigen dann potenziell korrigiert oder zumindest halt als grundrechts- und verfassungswidrig irgendwie festgestellt oder benannt. Ein Beispiel wären hier RichterInnen. In einer Demokratie ist es durchaus möglich, dass es RichterInnen gibt, die Entscheidungen treffen, die entgegen der Grund- und Menschenrechte sind. Ist ja auch klar, bei so vielen RichterInnen, wie es gibt, sind da natürlich ein paar sogenannte schwarze Schafe mit dabei. Also da gibt es dann vielleicht Leute, die beispielsweise einen Asylantrag nicht bewilligen, obwohl die betroffene Person eigentlich Schutz genießen müsste. Was die Demokratie dann wieder an der Stelle von der Autokratie unterscheidet, ist, dass diese Entscheidung angefochten werden kann und innerhalb des Systems dann auch korrigiert werden kann. Das ist eigentlich ein gesundes System, weil man kann nie garantieren, dass die einzelnen Entscheidungen von einem einzelnen Akteur dem vollumfänglich genügen. Und das ist teilweise auch eine Frage der Einschätzung, wo denn jetzt da die Grenzen liegen. Okay, also nochmal Schritt für Schritt. Was genau heißt das jetzt für die Praxis? Für die Praxis bedeutet das, dass wir Demokratien festigen, indem wir die Stellen, an denen sie angreifbar sind, festigen. Und wo genau sind diese Stellen? Also zum Beispiel das Grundrecht der Menschenwürde. Das ist im Grundgesetz mit der sogenannten Ewigkeitsklausel für immer festgehalten. Das kann nicht geändert werden. Aber das gilt nicht für alle Säulen des Rechtsstaats. Es gibt zum Beispiel seit einer Weile die Diskussion, das Bundesverfassungsgericht zu stärken. Das kann nämlich mit einer Zweidrittelmehrheit verändert werden. Und Gerichte sind in der Regel die Instanzen, die sehr früh in den Blick autokratischer Systeme geraten. Das hat man zum Beispiel in Polen gesehen.
Also wie Richter ernannt werden, also das ganze Prozedere, welche Richter ernannt werden, das ist schon wichtig, damit man bei denjenigen, die halt dann in dieses Richteramt gesetzt werden, dass denen klar ist, dass das nicht irgendwie von einer bestimmten parteipolitischen Linie geprägt ist. Dann ist sehr wichtig, dass man vermeidet, dass sich ein System etablieren kann, das darauf hinwirkt, dass Richter in einer bestimmten Art und Weise entscheiden. Also wenn man beispielsweise sowas, was in Polen unter der alten Regierung gemacht wurde, dass man da halt so Disziplinarmaßnahmen, dass Disziplinarkammern halt einrichtet, die dafür sorgen, dass halt, wenn Richter in einer bestimmten Art und Weise entscheiden, die halt nicht auf Parteilinie war, dass die dann entsprechend ja belangt werden konnten, dass sie mit Nachteilen rechnen mussten. Und das führt dann natürlich dazu, dass sie bei ihren Entscheidungen davon eigentlich abgehalten werden, die auf eine integere Art und Weise zu treffen, sondern dementsprechend auf Parteilinie zu entscheiden. Also die richterliche Unabhängigkeit kann man im besten dadurch absichern, dass man eben an die Entscheidungen, die halt Richter treffen, keine nachteiligen Konsequenzen ziehen darf. Dass das abgesichert ist in einem gesamten System. Das heißt übrigens nicht, dass es keine Kontrolle gibt. Dieses ganze System ist im Grunde davon getragen, dass es sich selbst kontrolliert. Die Justiz kontrolliert sich selbst, indem Entscheidungen, wie ich eben schon mal erklärt habe, immer auch angefochten werden können. Wichtig bleibt aber die Gewaltenteilung. Die Politik kann in der Demokratie eben keinen Einfluss auf die Entscheidungen von Gerichten nehmen. Und jetzt nochmal, um für mich das auch nochmal zu wiederholen, um diese Schwachstellen zu finden, da braucht es dann eben auch eine Menge Weitsicht. Habe ich es richtig verstanden? Ja, absolut. Das ist total kompliziert. Es gibt deshalb wirklich immer wieder schlaue Leute, die sich überlegen, wo sind denn eigentlich die Schwachpunkte der Demokratie und wo liegen vielleicht auch langfristige Perspektiven? Ich habe ja eben schon mal gesagt, die Stärkung des Bundesverfassungsgerichts wäre zum Beispiel so ein Beispiel, was ja in letzter Zeit immer wieder auch diskutiert wird. Letzten Endes nützt das aber laut Svenja Behrendt alles nichts, wenn wir nicht alle an der Demokratie mitarbeiten. Das Bundesverfassungsgericht lebt ja im Wesentlichen davon, dass seine Entscheidungen in der deutschen Rechtsgemeinschaft weiterhin akzeptiert werden, dass es ein hohes Ansehen genießt und das beruht eben auf Akzeptanz. Wenn das wegbricht, dann nützt es einem auch nichts mehr, wenn man das Bundesverfassungsgericht gestärkt hat. Die Demokratie lebt davon, dass sie von der Gesellschaft getragen wird. Ohne diese Bereitschaft auch zur solidarischen Aufopferung eigener Interessen geht es nicht. Von dieser Einsicht haben wir uns ein bisschen wegbewegt, weil dieser liberale Gedanke das Individuum ja ganz ins Zentrum stellt. Und deshalb suggeriert, als sei dieser Egoismus, wenn wir nur alle den Egoismus leben, dass man sich wegbewegen könnte von dieser Solidarität. Und ich glaube, das ist ein Problem. Weil klar, jeder soll sich selbst so entfalten können, wie er möchte. Und das ist selbstredend so. Aber es ist eben trotzdem, das muss man immer noch vereinbaren mit dem Gedanken der Solidarität. Also wenn halt die überwiegenden Interessen einer anderen Person dazu führen, dass man seine eigenen Interessen hintanstellen muss, dann ist das auch ein Fundament des Ganzen. Also das muss immer mitgedacht werden bei allem liberalen Geist, den wir aus guten Gründen mit uns tragen. Aber diese Solidarität ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf. Svenja Behrendt zeigt also ganz deutlich auf, wie wichtig es ist, die Demokratie vor autokratischen Tendenzen zu schützen und gleichzeitig aktiv zu verteidigen. Dazu gehört es ihrer Meinung nach, dass der Rechtsstaat von einer engagierten und solidarischen Gesellschaft getragen wird. Um den Schutz von Grundrechten und die Frage nach Solidarität in einer Gemeinschaft geht es auch in unserem zweiten Thema. Eines der Grundrechte, die für unseren Staat ganz besonders wichtig sind, ist das Grundrecht auf Asyl. Wer in einem anderen Staat Schutz sucht, beruft sich auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie definiert, dass ein Flüchtling eine Person ist, die, Zitat, aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung in einem anderen Land Schutz sucht. Diese Definition macht es einfacher, diesen Schutz zu finden. Sie führt aber auch immer wieder zu Problemen. In Zukunft könnte es zum Beispiel noch häufiger dazu kommen, dass Menschen in ein anderes Land flüchten, weil ihr Heimatland wegen der Klimakrise nicht mehr bewohnbar ist.
Fluten, Dürren, Wetterextreme werden langfristig Teile der Welt unbewohnbar machen. Ein Grund mehr, über eine neue Konvention für Flüchtlinge nachzudenken. Ja, manche Leute würden das so sehen. Also bisher nimmt die Genfer Flüchtlingskonvention vor allem auch nur einzelne Menschen in den Blick. Im Zweifelsfall müssen Einzelpersonen nachweisen, warum sie zum Beispiel im Herkunftsland verfolgt werden. Eine Naturkatastrophe bedroht aber meist komplette Landstriche und deshalb sind Menschen, die aufgrund von Umweltkatastrophen aus einem Land flüchten, auch nicht in der Genfer Flüchtlingskonvention berücksichtigt. Das hat mir Laura Kraft erklärt. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Und sie hat sich auch ganz klar gegen den Begriff Klimaflüchtlinge ausgesprochen. Weil diese Personen eben nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen. Andererseits auch ein bisschen irreführend, weil sie eben implizieren, dass allein Klimaveränderungen oder Umweltkatastrophen Menschen zur Flucht zwingen würden. In der Realität ist Flucht in solchen Situationen aber immer multikausal. Das heißt, es kommen mehrere Faktoren zusammen, neben dem Klima zum Beispiel auch soziale oder ökonomische Faktoren. Oft spielt Armut eine große Rolle, aber auch Armut ist eben kein Fluchtgrund im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Ausnahmsweise können auch solche Personen, also Personen, die vor Folgen des Klimawandels oder Umweltkatastrophen fliehen, Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sein, wenn jetzt zum Beispiel eine Hungersnot mit bewaffneten Konflikten oder Auseinandersetzungen im Zusammenhang steht, die beispielsweise ethnisch oder rassistisch motiviert sind. Ein konkretes Beispiel hierfür ist Zimbabwe, wo in Landesteilen aufgrund von Dürren und Fluten große Ernteausfälle eingetreten sind und die Regierung Staatshilfen angeboten hat, dabei aber ethnische Minderheiten diskriminiert und von der Versorgung ausgeschlossen hat. Der Angehörige oder die Angehörige einer solchen ethnischen Minderheit könnte dann einen Fluchtgrund nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben. Dieser Fluchtgrund würde dann aber in der Diskriminierung liegen und die Klimakatastrophe würde lediglich den Kontext hierfür bilden. Wichtig im Zusammenhang mit der Genfer Flüchtlingskonvention ist auch noch anzumerken, dass die meisten Personen, die aufgrund von Klimaveränderungen und Umweltkatastrophen migrieren, dies innerhalb der Grenzen ihres eigenen Landes tun und die Genfer Flüchtlingskonvention aber eben nur für Personen gilt, die sich außerhalb des eigenen Landes befinden. Das heißt, all diese Personen würden auch schon gar nicht unter die Definition fallen. Moment, das heißt, wer jetzt wegen einer Dürre zum Beispiel Schutz in einem anderen Land sucht, kann sich nicht auf Hilfe verlassen? Ja, so klingt das erstmal, aber ganz so dramatisch ist es zum Glück nicht. Nur weil eine Person nicht nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtling zählt, ist diese Person noch lange nicht auf sich allein gestellt. Schließlich gibt es auch noch eine Menge anderer Rechte, die alle Menschen haben, ganz vorne natürlich die Menschenrechte. Da hat es mittlerweile auch schon Rechtsprechung gegeben, die in die Richtung geht, dass Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Umweltkatastrophen verlassen mussten, woanders Hilfe suchen durften. Aber diese Regeln sind noch viel zu vage, findet Laura Kraft. In der internationalen Migrationspolitik gibt es dann noch einige Soft-Law-Instrumente. Soft-Law, weil diese Übereinkommen eben nicht rechtlich bindend sind für die Staaten, wie zum Beispiel internationale Verträge, sondern nur politische Absichtserklärungen darstellen. Ein solches Soft-Law-Instrument ist der globale Migrationspakt von 2018, den 152 Länder unterzeichnet haben und der auch das Thema klimawandelbedingte Migration behandelt. Darin versprechen die Unterzeichnerstaaten zum Beispiel Unterstützung für Maßnahmen der Anpassung und Katastrophenschutz, um die Resilienz der Staaten, die nachteilig vom Klimawandel betroffen sind, zu stärken, aber auch Zusammenarbeit bei der Entwicklung legaler Migrationswege. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für diejenigen, die woanders Schutz suchen, nicht so richtig einen Unterschied macht, ob ihre Situation am Ende 1:1 durch die Klimakrise ausgelöst wurde oder eben nicht. Gibt es denn jetzt auf europäischer Ebene Ideen, wie wir abgesehen von diesen Soft-Law-Instrumenten, die ja nicht bindend sind, wie ich es jetzt verstanden habe, mit diesen Menschen umgehen könnten? Bisher gibt es da noch nichts Bindendes, aber es gibt auf jeden Fall rechtliche Mittel, die greifen könnten oder angepasst werden könnten. Im Rahmen des gemeinsamen europäischen Asylsystems, des GEAS, könnten die Qualifikationsrichtlinie und die Richtlinie für temporären Schutz, auch Massenzustromrichtlinie, relevant sein. Die Qualifikationsrichtlinie regelt, wann eine Person die Voraussetzungen für die Flüchtlingseigenschaft erstmal im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt. Sie enthält aber auch noch einen weiteren Schutzstatus, den sogenannten subsidiären Schutz. Subsidiär, weil er eben greift, wenn eine Person keinen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention enthält, aber in ihrem Herkunftsland zum Beispiel von
der Todesstrafe, Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung bedroht ist. Und ob sich UmweltmigrantInnen unter bestimmten Voraussetzungen auf eine solche unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Herkunftsland berufen können, wurde aber vom Europäischen Gerichtshof, dem EuGH, also dem Gericht, das für die Auslegung von EU-Recht zuständig ist, noch nicht abschließend geklärt. Also es gab noch keinen Abschiebungsfall vor dem EuGH, bei dem der befürchtete Schaden hauptsächlich durch die Auswirkungen von Umweltkatastrophen oder den Klimawandel verursacht wird. Das Gleiche gilt auch für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der für die Überprüfung von Verletzungen der Europäischen Konvention für Menschenrechte zuständig ist. Insoweit fehlt es also noch an wegweisender europäischer Rechtsprechung. Es gibt aber auch besondere Ausnahmefälle, zum Beispiel den Fall Tai Chotta, ein Mann aus dem Inselstaat Kiribati, der 2016 einen Asylantrag als Klimaflüchtling in Neuseeland gestellt hat. Und er wurde abgeschoben. Das war auch erstmal rechtens, aber daraufhin hat dann der UN-Menschenrechtsausschuss festgestellt, dass die Klimakrise absolut lebensbedrohlich sein kann. Für eine solche Auslegung in besonderen Ausnahmefällen spricht aber, wie gesagt, die vorhin erwähnte Entscheidung des UN-Menschenrechtsausschusses im Falle Tai Chotta gegen Neuseeland, die eben besagt, dass Regierungen bei der Entscheidung über eine Abschiebung auch von der Klimakrise verursachte Menschenrechtsverletzungen berücksichtigen sollten. Als weitere Schutzmöglichkeit kommt in der EU noch die Richtlinie für temporären Schutz in Betracht, welche ja erstmalig 2022 bei der Fluchtmigration aus der Ukraine angewendet wurde und sich auf den Fall bezieht, dass eine große Zahl von Vertriebenen innerhalb kurzer Zeit in die EU zuwandert. Der Begriff Vertriebene ist hier grundsätzlich weit gefasst und könnte auch solche Menschen erfassen, die aufgrund einer Umweltkatastrophe in die EU zuwandern. Aber wie der Name der Richtlinie schon sagt, bietet diese nur temporären Schutz. Das heißt, es wäre keine Möglichkeit für Personen, die aufgrund schleichender Umweltveränderung migrieren. Das ist vor allem interessant vor dem Hintergrund, dass es eine Gruppe Menschen gibt, die Klima- und Umweltveränderungen nochmal besonders betreffen, weil sie zum Beispiel seltener migrieren und im Verhältnis häufiger von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen die Geschlechter auf unterschiedliche Weise. Also zum Beispiel sind Frauen in Ländern mit großer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern besonders verwundbar. Einerseits beispielsweise aufgrund von Sorgepflichten für den Haushalt, für die Kinder, für kranke und alte Familienmitglieder. Aber auch aufgrund von Mobilitätseinschränkungen, weil sie oft keinen Zugang zu Verkehrsmitteln haben. Deshalb ist es ihnen im Falle einer Katastrophe auch oft überhaupt gar nicht möglich, zu fliehen und ihren Heimatort zu verlassen. Wenn sie es doch schaffen zu fliehen, dann sind Frauen auf der Flucht wiederum besonderen Gefahren ausgesetzt, zum Beispiel geschlechtsspezifischer Gewalt. Deshalb ist es wichtig, beim Umgang mit Klimamigration einen Ansatz zu finden, der sowohl die geschlechtsspezifischen Risiken als auch die Probleme der fliehenden Personen in den Blick nimmt. Ist Deutschland denn darauf vorbereitet, dass KlimamigrantInnen hier Schutz suchen? Also erstmal ist es natürlich total wichtig zu sagen, dass viele Menschen ja erstmal innerhalb der Region migrieren, in der sie zu Hause sind. Das heißt, Deutschland ist von der Klimamigration erstmal weniger betroffen als zum Beispiel Staaten in Subsahara-Afrika. Laura Kraft sagt, deshalb könnte Deutschland aber eine Art Experimentierfeld sein, wo man mal schauen könnte, welche Maßnahmen funktionieren eigentlich. Wie ließen sich neue Regeln umsetzen? Und das könnte dann anderen Ländern auch in der EU zum Beispiel helfen, schneller zu guten Ergebnissen zu kommen. Für Deutschland und auch andere Länder hat zum Beispiel der Sachverständigenrat für Integration und Migration 2023 in einem Gutachten drei Instrumente angeregt, die ja in Deutschland anwenden und umsetzen könnte. Ein Klimapass, eine Klimacard und ein Klimaarbeitsvisum. Der Klimapass wäre ein neuer Aufenthaltstitel für Staatsangehörige von Ländern, die durch den Klimawandel ihr Territorium verlieren. Also zum Beispiel kleine Inselstaaten im Pazifik, die dann in Deutschland ein Daueraufenthaltsrecht bekommen würden. Die Klimacard, also das zweite Instrument, wäre ein humanitäres Aufnahmeprogramm. Das würde Menschen Aufenthalt ermöglichen, deren Herkunftsländer zwar nicht von Territorialverlust bedroht sind, wie beim Klimapass, aber von den Folgen des Klimawandels dennoch so stark betroffen sind, dass zumindest eine temporäre Abwanderung eine Strategie der Anpassung bilden würde. Da wäre der Aufenthalt zunächst befristet, könnte aber auch verstetigt werden. Und dafür,
Also für solche humanitären Aufnahmeprogramme gibt es in Deutschland auch schon die rechtlichen Voraussetzungen. Die gesetzlichen Kriterien für humanitäre Aufnahmeprogramme sind eben auch so allgemein gehalten, dass man darunter auch Menschen fassen könnte, die aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen müssen. Das dritte Instrument schließlich, das Klimaarbeitsvisum, würde sich auf Länder beziehen, die ebenfalls vom Klimawandel betroffen sind, aber eben in deutlich geringerem Ausmaße als im Falle des Klimapasses und der Klimacard. Staatsangehörige solcher Länder könnten leichter nach Deutschland einreisen, um hier eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Voraussetzung wäre dann, dass schon ein Arbeitsvertrag vorliegt und die Bundesagentur für Arbeit zustimmt. Wichtig bleibt aber für Laura Kraft vor allem, dass die Entwicklungszusammenarbeit gestärkt wird, um den Menschen, die in ihrer Region bleiben, die vielleicht auch gar nicht weg wollen, dafür gibt es ja auch die unterschiedlichsten Gründe, um diese Menschen langfristig zu unterstützen. Wir sind ja mit der Genfer Flüchtlingskonvention eingestiegen. Jetzt frage ich mich, heißt das, dass die mittlerweile eher nicht mehr up-to-date ist? Also braucht es eigentlich eine neue Konvention? Das habe ich Laura Kraft auch gefragt und ich fand es interessant, dass sie eine Reform nicht unbedingt für realistisch hält. Und das liegt aber weniger an der Umsetzbarkeit an sich, sondern das hat auch ganz viel mit dem aktuellen Diskurs zu tun. Weil Migration eben kein positiv besetztes Thema im politischen Diskurs ist. Möglicherweise wäre es längerfristig gedacht eine Möglichkeit, dann wäre es erstrebenswert. Ein solcher Vertrag müsste dann aber komplexe rechtliche Fragen beantworten, nämlich auf welchen Personenkreis der Vertrag genau anzuwenden wäre und welche Rechte diese Personen hätten. Die Staaten müssten sich dann jeweils auf einen gemeinsamen Nenner einigen, wobei eine zu restriktive Definition dann aber dazu führen könnte, dass nicht alle Migrationsformen im Zusammenhang mit dem Klimawandel erfasst werden. Aus diesem Grund achte ich eben als politisch realistischer und vielleicht sogar zielführender regionale Lösungen. Mit regional meine ich die verschiedenen Weltregionen, weil diese regionalen Verträge eben auch passgenau auf sehr unterschiedliche Herausforderungen und Grundvoraussetzungen der unterschiedlichen Staaten in verschiedenen Weltregionen zugeschnitten werden könnten. Und so ruft auch der globale Migrationspakt die Staaten dazu auf, besonders auf dieser regionalen Ebene zu handeln und gemeinsam an Lösungen für MigrantInnen zu arbeiten, die aufgrund von schleichenden Naturkatastrophen und den nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels gezwungen sind, ihr Herkunftsland zu verlassen. Und auch hier ist nochmal wichtig hervorzuheben, dass der globale Norden in einer besonderen Verantwortung ist, weil er maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich ist. Der Schutz von Menschenrechten und internationale Solidarität sind also in Zeiten der Klimakrise besonders wichtig. Die aktuelle Genfer Flüchtlingskonvention reicht nicht aus, um Menschen zu schützen, die wegen der Klimakrise ihre Heimat verlassen müssen. Neue Ansätze könnten eine Lösung sein. Und Solidarität, die ist nicht nur auf zwischenmenschlicher und humanitärer Ebene gefragt, sondern auch wirtschaftlich. Ein gutes Beispiel dafür ist die Europäische Union und der Euro. Er ist als gemeinsame Währung ein zentrales Element der europäischen Integration und die deutsche Wirtschaft profitiert davon ordentlich. Diese rechtliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der EU ist ein gutes Beispiel dafür, wie gemeinsame Regeln und Institutionen Freiheit und Wohlstand schaffen können. Kaum zu glauben eigentlich, dass es noch keine 30 Jahre her ist, dass die regelmäßigen Grenzkontrollen abgeschafft worden sind oder der Euro eingeführt wurde. Ich war damals zwar noch in der Grundschule, aber ich kann mich noch an die Reaktion meiner Eltern erinnern, die als ehemalige DDR-Bürger gleich zwei große Systemveränderungen miterlebt haben. Abgesehen von freier Fahrt und der gleichen Währung in vielen Mitgliedsländern, auch hier gibt es Ausnahmen, hat die EU auch einige wirtschaftliche Vorteile für ihre Mitgliedstaaten. Ja, der Binnenmarkt ist ganz bestimmt ein riesiger Vorteil für die Mitgliedstaaten. Dass der freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen so easy möglich ist, hat den Handel zwischen den Ländern innerhalb der EU ziemlich erleichtert. Man könnte aber sagen, dass manche Staaten davon besonders profitieren und dazu gehört Deutschland. Die EU hatte super viele Vorteile für die deutsche Wirtschaft bisher. Darüber habe ich mit Professor Dr. Martin Hübner gesprochen. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Politische Ökonomie der europäischen Integration am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Man kann gewiss sagen, dass Deutschland
stark vom Euro profitiert. Genauer gesagt, die deutsche Exportwirtschaft profitiert vom Euro. Dass die Wahrnehmung ist, dass Deutschland insgesamt sehr stark profitiert, merkt man auch daran, dass die deutsche Regierung bereit ist, sich den Bestand des Euro etwas kosten zu lassen. Man war also auch in der Euro-Krise bereit, die eigenen Kassen ein Stück weit zu öffnen, um den Euro zu stützen. Und es ist in der Tat eigentlich ein bisschen rätselhaft, warum man sagen kann, dass gerade Deutschland besonders profitiert, denn so Euro-Regeln und so sind ja für alle gleich. Warum jetzt gerade Deutschland und jetzt nicht Frankreich oder Italien? Und um das zu verstehen, muss man sich in der Tat klar machen, dass die Europäische Union und der Euroraum speziell wirklich äußerst heterogene Gebilde sind. Da kommen ganz unterschiedliche Länder zusammen, die unterscheiden sich in sehr vielen Dimensionen. Ja, das habe ich zuletzt in Kroatien erlebt. Das Land hat seit dem vergangenen Jahr den Euro und als ich mich da mal so ein bisschen umgehört habe, rechts und links, da meinten viele, dass ja ganz viele Dinge einfach auf einen Schlag viel teurer geworden sind. Zum Beispiel Wohnen und vor allem Lebensmittel. Ich habe das auch in vielen Urlauben schon erlebt, dass ich gemerkt habe, okay, das kostet hier im Urlaub vielleicht mehr. Oder auch weniger. Also man kann ja auch irgendwo in den Urlaub fahren und stellt dann auf einmal fest, okay, ich befinde mich immer noch in der EU, ich bezahle mit dem Euro, aber es ist alles sehr viel günstiger. Also zuerst einmal gibt es in der EU, das kann man auch so ganz schnell feststellen, wenn man einfach unterwegs ist in anderen Ländern, sehr große Unterschiede im Wohlstand. Also nicht nur innerhalb einzelner Länder, sondern eben auch EU-weit. Das Bruttoinlandsprodukt in Luxemburg ist, Luxemburg führt so die Liste an, das ist pro Kopf zum Beispiel gut 10-mal so groß wie in Bulgarien. Bulgarien ist am Ende der Liste und Kroatien ist übrigens auf dem drittletzten Platz. Ich habe das eben nochmal schnell nachgeguckt. Das zeigt aber, wie viel größer die Wirtschaftskraft Luxemburgs zum Beispiel im Vergleich zu Bulgarien oder Kroatien ist. Und auch die Art, wie gewirtschaftet wird, unterscheidet sich von Land zu Land. Das hat mir Martin Höbner erklärt. Die Art, wie produziert wird und wie die Wertschöpfung anschließend verteilt wird. Ja, all das unterscheidet sich zwischen den EU-Ländern. Ja, also Unternehmenskontrolle, Corporate Governance, ja, Unternehmen sind ganz unterschiedlich aufgebaut. Manchmal gibt es einen Aufsichtsrat neben dem Vorstand. Andere haben ein sogenanntes monistisches, eingliedriges Modell. Ja. Die Kapitalmärkte sind unterschiedlich entwickelt. Der Wohlstand wird unterschiedlich verteilt, weil sich die Steuersysteme unterscheiden und weil die Wohlfahrtsstaaten, die Sozialstaaten ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Eine Dimension, die für unsere Forschung besonders wichtig ist, ist, wie werden Löhne ausgehandelt? Ja. Wir haben Länder mit flächendeckender Tarifbindung und Länder, wo es praktisch gar keine Tarifverträge gibt. Insbesondere in den baltischen Ländern ist das ganz schwach entwickelt. Deutschland ist ein Beispiel für ein Land, wo Tarifverträge in den letzten zwei Dekaden stark erodiert sind. Naja, und eine Dimension, anhand derer man die Länder im Euroraum unterscheiden kann, ist mir hier besonders wichtig. Und zwar, woher kommt die Nachfrage für das Wirtschaftswachstum? Deutschland fällt durch seine Exportorientierung auf. Seit Gründung des Euro ist Deutschland vor allem über das Wachstum der Auslandsnachfrage gewachsen. Da ist beispielsweise Frankreich ganz anders. Frankreich wächst, wenn die Binnennachfrage wächst. Wenn Deutschland stagniert, dann diskutieren wir über Wettbewerbsfähigkeit. In Frankreich diskutiert man über die Kaufkraft.
Das sind also immense Unterschiede, ja. Und diese Unterschiede prägen in starkem Ausmaß, wie die europäische Integration verläuft und wer von den Regeln, die aus der Europäischen Union und dem Euroraum hervorgehen, eher profitiert und wer nicht profitiert. Interessant. Aber warum profitiert jetzt Deutschland mehr als andere Länder? Das liegt vor allem am Ende am Euro und daran, dass Deutschland ein exportierendes Land ist. Frankreich hingegen hat zum Beispiel eher eine binnenmarktorientierte Wirtschaft. Und trotzdem hat das Land im Verhältnis ein ähnliches Wohlstandsniveau. Wir müssen uns wohl erstmal klar machen, was diese Regeln sind des Euros und des Euroraums. Für uns im Alltag ist der Euro vor allem eine Art Münze, wo nicht mehr D-Mark, sondern eben halt Euro draufsteht. Für uns in der Forschung steht da aber was anderes im Vordergrund, nämlich ein Regelwerk, eine Anzahl von Institutionen. Wichtig sind mir hier vor allem zwei Aspekte. Normalerweise, wenn ein Land niedrigere Inflation als die Handelspartner hervorbringt, dann bewegt sich der Wechselkurs typischerweise in die Gegenrichtung. Ein Land, das niedrigere Preisauftriebe hat, wird im Anschluss typischerweise die Währung aufwerten, so dass sich der Preisvorteil aus der niedrigeren Inflation dadurch wieder wegkorrigiert. So etwas gibt es im Euro nicht mehr, weil ja die Wechselkurse in der gemeinsamen Währung unwiderruflich festgezurrt werden. Wer niedrigere Inflation hat, hat deshalb einen bleibenden Wettbewerbsvorteil im Export. Das ist also eine wichtige Regel, die sich durch die Euro-Mitgliedschaft verändert? Logisch, wenn alle die gleiche Währung haben, dann fallen die Unterschiede, die es im Wechselkurs gibt, eigentlich ja weg, ne? Genau. Eine andere wichtige Regel bezieht sich auf die Budgetpolitik, auf die Einmischung oder auf die Reglementierung der Budgetpolitik. Die Mitgliedschaft im Euro führt dazu, dass es sanktionsbewährte Haushaltsüberwachungen gibt, die auf die Staatsausgaben drücken. Die versuchen, die Staatsausgaben zu begrenzen. Das macht es schwieriger, sich zu verschulden, um die Binnennachfrage auszuweiten. Und daraus ergibt sich, dass es für Deutschland als exportorientiertes Land einfacher ist, weil es durch die eher niedrige Inflation profitiert. Für Frankreich ist die Situation schwieriger. Die französische Wirtschaft ist, wie gesagt, stärker binnenmarktorientiert und die europäischen Haushaltsregeln schränken die Möglichkeiten zur Ausweitung der Binnennachfrage ein. Frankreich hatte quasi einen großen Merkantilisten als Nachbarn. Merkantilismus bedeutet ein Land, das versucht, mehr zu exportieren als zu importieren. Das bedeutete für Frankreich, dass es nie so gut auf seine Exportwirtschaft setzen konnte. Aber bei der Binnenwirtschaft hat Frankreich ja auch ein Problem, weil die Ausweitung der Binnennachfrage von den Haushaltsregeln, von den europäischen Budgetregeln begrenzt wird. Könnte die EU denn wirtschaftlich stabiler gebaut werden, also so, dass alle Mitgliedstaaten profitieren können? Martin Hübner schlägt dazu vor, dass Deutschland den Blick ein bisschen verändern sollte. Weniger auf Export schauen, damit dieses Ungleichgewicht verringert werden kann. Wenn man den Blick auf die Binnenwirtschaft lenkt, dann könnten am Ende alle Staaten in der EU davon profitieren. Deutschland war in den vergangenen 20 bis 25 Jahren derart einseitig exportorientiert, dass es ein Problem für die gesamte Eurozone war. Und man kann sagen, Deutschland war damit ja auch ziemlich erfolgreich. Der deutsche Exportsektor ist enorm gewachsen. Im ersten Jahrzehnt des Euro
hat sich die Ausfuhr in europäische Länder besonders ausgeweitet und in der zweiten Dekade des Euro die Ausfuhr in außereuropäische Länder, kann man sagen. Und dieses Erfolgsmodell hat sich aber mittlerweile erschöpft. Ich glaube, dass sich Deutschland auch selber keinen Gefallen tut, wenn es so weitermacht. Okay, warum? Also für Deutschland selbst hat es doch bisher gut funktioniert. Ja, das kann man so sehen, aber irgendwann sind da natürlich auch gewisse Grenzen erreicht. Und wie es weitergehen könnte, da hat Herr Hübner auch schon Ideen. Also das Erfolgsmodell erscheint nicht in die Zukunft verlängerbar. Man kann das nicht nochmal replizieren. Das große Wachstum der deutschen Exporte fand statt in einer Phase expandierender Internationalisierung. Das nennen wir heute die Phase der Hyperglobalisierung. Und von dieser Phase hat Deutschland besonders profitiert. Die Phase ist aber zu Ende. Die Internationalisierung nimmt nicht mehr zu, sondern geht in manchen Bereichen sogar zurück. Deutschland profitierte auch deshalb besonders so stark, weil es diese kompetitive Inflationszurückhaltung betrieb und sich damit Wettbewerbsvorteile verschaffen konnte. Um das nochmal zu machen, müsste Deutschland neue Schübe der kompetitiven Desinflationierung machen. Also Inflationszurückhaltung gegenüber den Nachbarn, um sich einen für die Exportwirtschaft vorteilhaften, realen, effektiven Wechselkurs zu verschaffen. Und es ist aber sehr unklar, wo das eigentlich herkommen soll. Also zu Beginn steht hier erstmal die Erkenntnis, dass Deutschland bisher international profitiert hat, weil deutsche Produkte im Vergleich zu anderen Ländern günstiger geblieben sind. Um das beizubehalten, müsste Deutschland aber Maßnahmen ergreifen, um die Inflation weiterhin geringer zu halten, als zum Beispiel in anderen EU-Staaten. Es kommt aber noch etwas dazu. Wir wissen, wir haben heute wohl verstanden, dass wir ein Problem mit den Energiepreisen haben. Wir nehmen die ökologische Transition glücklicherweise mittlerweile sehr ernst. Wir müssen aber sehen, dass wir in Zukunft wahrscheinlich in den energieintensivsten Spitzen der industriellen Exportwirtschaft ein Kostenproblem haben werden, wegen der vergleichsweise hohen Gestehungskosten erneuerbarer Energien. Das heißt, es gibt bestimmte energieintensivste Spitzen, vor allem in der Chemie, für die Deutschland mutmaßlich nicht mehr der beste Standort ist. Ich glaube nicht, dass das total schlimm ist. Der deutsche Industriesektor ist im internationalen Vergleich glasklar überdimensioniert. Und wenn der ein klein bisschen schrumpft, dann ist das nicht so schlimm. Ja? Also das Szenario ist nicht, dass uns total die ganze Industrie wegbricht. Aber es ist sehr zu bezweifeln, dass der industrielle Exportsektor noch einmal so stark wachsen wird, dass er die gesamte deutsche Wirtschaft zieht, dass die gesamte deutsche Wirtschaft am Ende wächst. Ja. Deshalb sollte wahrscheinlich Deutschland mit seiner radikalen Exportorientierung brechen und mehr für die Binnenwirtschaft tun. Damit aber würde sich Deutschland auch im Euroraum normalisieren. Es würde sich sozusagen dem französischen Muster ein bisschen näher annähern und damit würden die Ungleichgewichte im Euroraum verringert. Also ich glaube, für die Stabilität und für den Bestand des Euro kann vor allem erstmal Deutschland selber was tun. Okay, das klingt für mich jetzt schon relativ schwierig. Man kann ja jetzt nicht einfach von heute auf morgen sagen, okay, ihr habt jetzt zwar bis heute Autos hergestellt, aber ab morgen kümmern wir uns mal mehr um den deutschen Markt. Und da sind gerade ja BäckerInnen oder BäuerInnen knapp. Also
sattelt mal um. Nee, das geht natürlich nicht. Laut Martin Hübner ist es aber auch eher eine Frage des Diskurses um die deutsche Wirtschaft. Es ist vor allem praktisch deshalb sehr schwierig, weil die Fixierung auf Wettbewerbsfähigkeit und Exporte im Diskurs vollkommen hegemonial ist. Wenn wir in Deutschland über Wirtschaft diskutieren, dann ist das sozusagen für uns synonym mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Und darüber denken wir auch gar nicht nach. Wir finden das total normal. Und man muss sich erstmal klar machen, dass etwa Franzosen oder auch Amerikaner völlig anders über Wirtschaft sprechen. Ich glaube, es ist sehr schwer, dieses deutsche Muster zu brechen. Und das ist ein steiniger Weg. Gleichzeitig glaube ich ein bisschen, dass Deutschland hier wird lernen müssen. Denn wenn die Exportfixierung kein Wachstum mehr erzeugt, dann wird man sich ja irgendwann nach Alternativen umsehen müssen. Ja, und wie sieht es jetzt auf europäischer Ebene aus? Also gibt es Ansätze, um die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Ländern zu verringern? Martin Hübner betont, dass die europäischen Budgetregeln reformiert werden sollten. Also zum Beispiel, wer wie viele Schulden machen darf und wie Haushaltspläne gestaltet werden sollen. Damit sollen Länder wie Frankreich und Italien mehr Spielraum für wirtschaftliches Wachstum bekommen. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass der Euro eben für manche Länder auch Nachteile hat. Sie deshalb möglicherweise aus der Eurozone austreten könnten, wenn sie feststellen, dass der Euro ihr Wachstum behindert. Der Euro hat bestimmt für Europa insgesamt unter dem Strich viele Vorteile. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Der gänzliche Wegfall der Möglichkeit von Wechselkurskorrekturen. Wahrscheinlich war das doch vorschnell. Wahrscheinlich hätte man sich mit der Euro-Gründung mehr Zeit lassen sollen. Nachher ist man immer schlauer. Wir haben natürlich in den 90er Jahren, als wir den Euro geplant haben, nicht die Euro-Krise vorhersehen können. Ich will nicht ausschließen, dass uns irgendwann doch einmal Länder, einzelne Länder oder Ländergruppen aus der Eurozone herausbrechen, weil sie erkennen, dass der Euro die Voraussetzung für das Wachstum minimiert. Und um hier nicht falsch verstanden zu werden, ich würde niemals rumlaufen und sagen, löst den Euro auf. Sollten aber einzelne Länder einen Euro-Austritt doch irgendwann einmal erwägen, derzeit spricht da nicht viel für, dann sollte man überlegen, wie man diese Länder unterstützt, statt ihnen Steine in den Weg zu legen. Um das nochmal zusammenzufassen, Deutschland profitiert als exportorientiertes Land besonders vom Euro, während andere Länder wie Frankreich es schwieriger haben, weil sie eher binnenmarktorientiert wirtschaften. Für Martin Hübner bedeutet das, Deutschland sollte seine starke Exportorientierung möglicherweise überdenken, um die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in der Eurozone zu verringern. Und das könnte auch zur Stabilität des Euroraums beitragen. Welche rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sichern nicht nur Freiheit, sondern können auch zu Wohlstand und Stabilität beitragen? Darum ging es in dieser Folge Forschungsquartett. Helfen Gesetze als Schutz vor Autokratie? Braucht es eine neue Konvention für UmweltmigrantInnen? Und wieso profitieren manche Staaten in der EU vom Euro, während er für andere Staaten von Nachteil ist? Diese Fragen können jetzt und auch in Zukunft nur vor dem Hintergrund eines starken Rechtsstaats beantwortet werden, der letzten Endes auch die Freiheit der Gemeinschaft und der Einzelnen garantiert. Über die Themen hat meine Kollegin Esther Stephan mit Svenja Behrendt vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg gesprochen, mit Laura Kraft vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und mit Martin Hübner vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Vielen, vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch, Esther. Immer wieder gerne.
Mehr Informationen zu den Themen und Aspekten der Rechtschaftsfreiheit gibt es in der neuen Ausgabe des Magazins Max-Planck-Forschung. An dieser Stelle möchte ich mich außerdem bei meiner Kollegin Caroline Breitschiedl bedanken. Sie hatte die Redaktion für diese Folge. Und wenn euch Themen aus Wissenschaft und Forschung interessieren, dann abonniert gerne den Podcast auf der Plattform eurer Wahl und teilt die Folgen mit Familie, FreundInnen und Bekannten, die sich dafür interessieren könnten. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat und ich sage Tschüss und bis nächste Woche. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.